Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der französischen Revolution, zu Assassin's Creed Unity. Heute mit der wunderbaren Ritter-Montur, vollständig legendär, fast vollständig verbessert. Schere, Papier, Schlange, Kröte, Bär. Mal wieder eine Stufe 5er Mission. Ab geht es. Drei Männer verbreiten Angst in der Nachbarschaft. Stehlen, kämpfen, trinken, bringen Falschgeld in Umlauf, nehmen sich was und wen immer sie wollen. Wenn wir uns wehren, drohen sie uns mit der Guillotine. Wir kennen ihre Spitznamen. Der Große heißt Kröte, der Schleimige nennt sich Schlange und der wirklich, wirklich Grausame nennt sich Bär. Und das alles vor unseren Augen, rund um den Marktplatz. Hört sich ja relativ uncool an. Warte mal, was? Ich habe 9 Rauchbomben? Lol, ich habe 9 Rauchbomben. Okay, da hinten ist der erste. Das wahre Problem sind wieder die Schützen. Und ich brauche schon mal, um mich zu tarnen. Alles klar. Zurück mit euch, sag ich. Zack. So viele hübsche Dinge. Wo ist mein Geldbeutel hin? Ich bin wirklich gern. Durch! Ist es so schwer? Jeder Dummkopf könnte das erledigen. Nur du hast es nicht geschafft. Ich hab nicht gehofft, dass du es merkst. Okay. Das heißt, es ist Action. Schön ist, wenn das hier nur 3er Gegner sind. Ja, schade, 4er. Können wir die auch mit einem Schlag töten. Mir gefällt nicht, wie der aussieht. Blick genug. Hem. Komm, und nach da. Ernsthaft, ich hab von so einem Lulli gerade einen abbekommen. Ach du. Ja, shit, ich ahne schon den Plot. Das war der einfachste von den dreien. Alter. Ich plündere hier für meine eigene Gesundheit. Er weiß, er sinkt tot zu Boden und sagt zu mir, du bist tot, Mause tot. Ich zweifle ein bisschen an deiner Glaubwürdigkeit, mein Freund. Also ein ganz, ganz kleines bisschen. Medizin ist sehr, sehr gut. Ich putze mir jetzt mal eine rein. In der Hoffnung, dass ich jetzt noch eine kriege. Seit wann kann ich 9 Rauchbomben tragen?
Liegt das daran, dass ich was verbessert habe an meiner Rüstung? Eine Verbesserung solcher Auswirkungen? Wusste ich gar nicht. Deckt mich mal hier ein bisschen, Leute. Ehrenwert. Ich komme! Für Sicherheit auf den Straßen töte ich. Kein Problem, mein Freund. Okay, das war ein bisschen blöd von mir vielleicht. Oh ne, guck mal, da kommt er raus. Bumm. Und da habe ich die eine bekommen. Dankeschön. Was? Ich kann 6 Medizinnetz tragen? What? Ist das ein Bug oder ist das gerade wirklich so? LOL, 7! Muss ich jetzt überprüfen. Tatsache. Rauchbomben bis 8. Und Medizin bis 10 sogar. Wenn verbessert. Ach, zusätzlich. Das heißt, ich kann 15 Medizin antragen. LOL. Alter, wie krass ist das denn? Das feiere ich gerade wirklich sehr. Lol, steht einer im Baum? Nee. Erne den Ausblick! Verräter! Guter Versuch! Ich schnapp dich! Ein Moment! Was ist los, verdammt! Ha! Da! Mach doch! Und ganz schnell in Deckung wieder. Da bist du ja! Es gibt keinen Kopf, du Hund! Das fliegt uns zu! Das ist gar nicht gut! Okay. Grüße an deinen Bruder, die drei Onkel und deine kleinen Freunde, die wir erledigt haben. Wie geht's dem hässlichen Rotschopf, den ich letzte die Halt, Bürger! Ist klar, da unten geht die Post ab. Aua, Alter, wie er mir voll einen reingedonnert hat. Jetzt kommen hier die Dicken. Das Spiel ist unfair, es hält sich nicht an seine eigenen Regeln. Wenn Rauchbomben kommen, dann heißt Rauchbomben. Dann heißt es auch, dass ich zu sehen bin. Ich glaube, die Gegner von außen kommen oder von innen. Aber das ignoriert dieses Spiel einfach gelegentlich mal. Das ist eigentlich voll schade.
weil so eine kleinen Gameplay-Elemente sind, die dann einfach nicht funktionieren. Und das Spiel dann sehr stark erschweren. Das war vielleicht dumm, weil ich jetzt meinen Verbündeten getötet habe. Okay, nicht gut. Oh, gar nicht gut. Ich hätte überlaufen sollen? Ich glaube nicht. Aua. Gemäßigter Bastard, also, haha. Dafür schuldet ihr mir jetzt aber ganz schön viel Medizin. Findet ihr nicht auch? Na, dann gib mal her hier. Gib mal her hier alles, was ihr habt. Ich nehme alles, was ihr habt. Auch Bomben 9 von 9, wunderbar. Medizin wäre nicht schlecht. Oh doch, eine Medizin haben wir bekommen. Das Husten hört sich nicht gesund an. Okay, war es letztendlich doch einfacher als erwartet. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Nein, vorher zeige ich euch nochmal hier die Mission, die wir noch haben. Da hätten wir eine Vierer, eine Dreier, eine Vierer, Fünfer, Fünf und nochmal eine Vierer. Und dann sind wir mit den Pariser Geschichten durch. Und dann kommen die Begleitermissionen, die anscheinend alle nur Schwierigkeitsstufe 1 haben. Dann kommen, muss ich gucken, Überfälle und Koop-Missionen, weil die sind ja eigentlich für einen Multiplayer geeignet oder gedacht. Und wenn dann da Schwierigkeitsstufe 5 steht für Multiplayer-Missionen, weiß ich nicht, ob das als Solo-Person so eine gute Idee ist, das durchzuziehen. Werde ich gucken. Na gut. An dieser Stelle würde ich sagen, geht's dann das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und bleibt gesund. Und macht Daumen, wenn es euch gefallen hat.